Un, due, tre, via. Buongiorno, benvenuti a questo. Guten Tag, herzlich willkommen. Auch dieses Jahr haben wir das Glück, hier beim Meeting ein Zeugnis zu erhalten von höchstem Niveau über die größte wissenschaftliche Entdeckung dieses Jahres. Wir können wohl sagen, in diesem Fall, es ist eine der größten Entdeckungen des Jahrhunderts. Ich glaube, dass ich da nicht übertreibe. Das Universum hört nie auf, uns zu überraschen. Wir, die wir interessiert sind an der Wirklichkeit gemäß all ihrer Aspekte, sind zufrieden und freuen uns, wenn wir überrascht werden. Auch wenn die Signale, die zu uns kommen, fast nicht wahrnehmbar sind, das werden wir noch sehen, sie sind an der Grenze dessen, was wir uns vorstellen können. Weil auch so schwache Signale in Wirklichkeit, wie in diesem Fall, ein Zeichen in sich tragen, das etwa eine großartige Wirklichkeit verbirgt. Es gibt ein Gut auch in diesem Dialog mit diesem Du des Universums, dem Du der Natur. Das körperliche Universum, das die tiefe Ordnung enthüllt, die es in sich trägt, und zwar enthüllt es diese Ordnung durch sehr feine Zeichen. Es sind 100 Jahre vergangen, seit Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, und genau in diesem Jahr, am 11. Februar, hat der Verantwortliche der LIGO-Kooperation, die wir noch etwas näher kennenlernen werden, die Nachricht verbreitet, dass ihre Instrumente zum ersten Mal die Gravitationswellen gemessen haben. Es ist eine wunderbare und wichtige Bestätigung der Relativitätstheorie, die uns sagt, dass auch die Schwerkraft, die wir in diesem Moment spüren auf unseren Sitzen, die Form einer Welle annehmen kann, mit einem, wie ein unsichtbares Licht, das uns eine Beziehung ermöglicht mit Dingen, die sonst unerreichbar wären. Das ist ein neues Fenster auf das Universum, mit dem wir auf das Universum blicken können. Ein neues Licht. Und damit wir dieses Licht sehen können, brauchen wir neue Instrumente, wie neue Augen. Und so eröffnet sich eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Wir werden neue Technologien nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltraum haben, mit ehrgeizigen Programmen, die schon in Entwicklung sind. Und da ist Italien ganz vorne mit dabei. Worum es geht, werden uns unsere zwei großartigen Gäste heute erklären. Ich werde sie kurz vorstellen. Vor allen Dingen haben wir das Glück, mit uns zu haben, eine der wichtigsten Verantwortlichen für die LIGO-Wissenschaftskooperation, eine Protagonistin auf diesem Feld dieser Entdeckung, Laura Cadonati. Laura beschäftigt sich mit Gravitationswellen und Astrophysik und hat eine Führungsrolle in dieser LIGO-Kooperation, nicht nur was die Entdeckung dieser Wellen entdeckt, sondern auch was den ganzen Weg auf diese Entdeckung hin angeht. Sie beschäftigt sich mit dem Messen, der Charakterisierung und der Interpretation der Gravitationswellen kurzer Dauer in der Astrophysik. Es sind Gravitationswellen, die von kataklysmischen Ereignissen ausgehen, wie zum Beispiel der Kollision von schwarzen Löchern, Explosionen von Supernovas und ähnlichen Ereignissen. Sie hat einen Abschluss in Physik von der Universität Mailand. Ich bin glücklich, Sie hier zu treffen. Dann ist sie in die USA gezogen, hat dort in Princeton promoviert, einen Postdoc-Aufenthalt am Massachusetts Institute of Technology gemacht und ist dann Professorin an der Universität Massachusetts geworden
und lehrt jetzt am Physikinstitut des Georgia Institute of Technology in den USA und ist Koordinatorin der Arbeitsgruppe über die Schwerkraft der amerikanischen physikalischen Gesellschaft. Sie ist verantwortlich für das Komitee, das die Datenanalyse des LIGO-Projekts leitet und hat schon einen Preis der National Science Foundation bekommen. Außerdem ist sie Mutter von drei Kindern. Das ist ein poco. Ich stelle auch den zweiten Sprecher vor. Mit uns ist auch die Person, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Vision und die aufgrund der Verantwortung, die sie im Beruf trägt, die Person ist, die besser als jeder andere uns auf die Perspektiven hinweisen kann, die sich daraus aus der Entdeckung für die Zukunft ergeben. Roberto Battiston. Sein Forschungsgebiet ist die Frage der Grundlagenphysik mit Teilchenbeschleunigern auf der Erde oder in der Astrophysik misst er kosmische Strahlung und kleinste Teilchen von im Weltraum. Roberto hat die Weltraumforschung Italiens zu einer führenden Position gebracht mit dem Projekt AMS. Das ist ein Weltraumlabor für auch die Erforschung von Antimaterie und dunkler Materie. Dieses Instrument ist Teil der Internationalen Weltraumstation und hat sehr genaue Messungen hervorgebracht und damit für Grundlagenphysikforschung neue Daten hervorgebracht. Er war Professor in Pisa, in Paris, in Perugia und seit 2012 ist er an der Universität Trient. Er hat viele Rollen großer Verantwortung gehabt in verschiedenen Forschungsinstituten und seit 2014 ist er Präsident der italienischen Raumforschung. Außerdem ist er Vater von vier Kindern. Adesso lascio la parola ai nostri ospiti a cominciare dall'aula. Also Laura, legt los. Vor allen Dingen möchte ich den Organisatoren danken, insbesondere Professor Bersonelli für diese Einladung zum Meeting. Es ist eine Ehre für mich, nach Italien zurückzukehren und meine Forschung vorzustellen. Du hast von der Entdeckung der Gravitationswellen gesprochen, die durch die Kollision zweier Schwarzhölzer entstanden ist. Das ist eine Entdeckung, die wir im Februar angekündigt haben, 100 Jahre nachdem Einstein postuliert hat, dass sie existieren müssten aufgrund der Relativitätstheorie. Wir haben noch vor zwei Monaten etwas anderes nochmal das bestätigen können mit einer neuen Entdeckung. Erstmal möchte ich einführen, was diese Schwerkraftwellen sind und warum sie so wichtig sind für uns, dass Wissenschaftler ihre ganze Karriere für ihre Entdeckung geopfert haben. Was ist das LIGO-Projekt, werde ich erklären und ich werde die Perspektiven für die Zukunft erklären. Stellt euch vor, ihr schaut euch den Sternenhimmel an in einer klaren Nacht. Das hier ist ein Bild, das in die Tiefen des Weltraums mit dem Hubble-Weltraumteleskop vordringt. Ein Teleskop, das seit 1990 um die Erde kreist. Wenn ihr sehr aufmerksam dieses Bild anschaut, könnt ihr ganze Galaxien sehen, die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das ist das präziseste Bild, das wir haben.
für unsere Augen vom Universum. Das ganze Kenntnis des Universums basiert auf elektromagnetischer Strahlung, Infrarot, sichtbare Strahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Und alle Fortschritte haben wir, sehr große Fortschritte sind seit Galileo gemacht worden, der das erste Fernrohr benutzt hat. Das Universum ist nicht stationär, sondern dynamisch. Es gibt Sterne, die explodieren, Galaxien, die neu entstehen, und es gibt kataklysmische Reaktionen, die sehr viel Energie freisetzen, und das erfahren wir alles über elektromagnetische Strahlung. Die Gravitation erklärt, wie die Sterne sich in den Galaxien bewegen, wie die Planeten um sie kreisen und wie die Galaxien umeinander sich bewegen. Es gibt aber viele offene Fragen. Was ist zum Beispiel dunkle Materie im Universum, die wir nicht sehen können? Was ist in den schwarzen Löchern? Was sind schwarze Löcher eigentlich? Einstein hatte schon von ihnen gesprochen. Wie explodieren Sterne? Was ist in den ersten Augenblicken nach dem Big Bang passiert? Es gibt noch sehr viel, was wir nicht wissen. Meine Mitarbeiter sind beseelt von der Sehnsucht danach, diese Fragen zu beantworten. Die Schwerkraft ist Zentrum der Relativitätstheorie von Einstein, die er vor 101 Jahren formuliert hat. Einstein war nicht zufrieden mit Newtons Idee der Schwerkraft, dass zwei Objekte mit Masse sich durch Schwerkraft anziehen. Das lernen wir noch im Gymnasium. Aber was ist diese Kraft? Das hat man uns nicht erklärt. Woher kommt diese Kraft, aufgrund derer sich zwei Massen anziehen? Und was geschieht, wenn diese Massen plötzlich verschwinden? Wir wissen, es braucht 8 Minuten, bevor sich die Sonnenstrahlung auf die Erde ergibt. Aber was, um auf diese Fragen zu antworten, hatte Einstein eine geniale Vision? Einstein hat die Schwerkraft neu definiert, nicht als eine Kraft, mysteriöse Kraft zwischen zwei Massen, sondern als Folge, dass der Raum nicht flach ist. Es ist nicht rigid. Es wird verkrümmt von Gegenständen mit großer Masse. Was man hier sieht, ist eine Darstellung des Raumes, des zweidimensionalen Raumes, wie Einstein das sieht. Stellt ihr vor, dass der Raum ist wie ein Blatt aus Gummi, und die Effekte, die schwarzen Löcher haben, die Stellen, haben den Effekt, eine Krümmung hervorzubringen. Und diese Krümmungen seht ihr hier auf diesem Bild. Diese Objekte sehen wir mit dem eigenen Licht, wie der Stern, wie man hier sieht. Andere sind schwarz, wir sehen sie nicht. Wenn Sie das gerade beobachten, hinten sehen Sie eine Trichter. Und diesen Trichter ist ein schwarzes Loch. Es ist sozusagen ein Loch so tief, dass nicht einmal das Licht entkommen kann. Und das ist eine mathematische Beschreibung. Die Begründung, warum die Sonne von der Sonne angezogen wird, ist, weil es eine Krümmung gibt. Und um einen Astrophysiker zu paraphrasieren, die Materie beeinflusst den Raum und das beeinflusst die Materie dann. Das ist eine neue Methode, die Schwerkraft zu definieren, dank der Theorie von Einstein. Daher stammt die Formulation der Gravitationswellen. Es sind Störungen, Modifikationen, Wellen, die in diesem Textil, in dem Raumtextil passiert. Und das wird verursacht, wenn sich die Masse plötzlich ändert. Denk mal an zwei schwarzen Löcher, die kollidieren. Wir haben zwei Trichter, die sich in einem verschmelzen. Das ist eine sehr große Störung im Raum. Und das propagiert sich dank Wellen. Wenn Sie einen Stein in einem Teich werfen, dann produzieren wir Wellen. Und das ist
dasselbe Konzept der Gravitationswellen. Wir haben einen katastrophischen Event. Es wird sehr viel Energie freigesetzt. Es wird, der Raum wird modifiziert. Modifiziert, weil es nicht rigide ist. Und diese Störung propagiert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ist genau die Gravitationswelle. Einstein hat das vorgesehen im 1916. Und 100 Jahre später haben wir das gemessen. Die Art und Weise, wie wir das messen, ist wie ein Textil, der sozusagen eine Krümmung liegt. Also das heißt, die Entfernung zwischen zwei Punkten ändert sich. Wir messen eine Gravitationswelle durch die Änderung der Entfernung zwischen zwei Punkten. Und ich werde euch erzählen, wie das von LIGO gemacht wird. Aber ich möchte hier unterstreichen, dass das Einstein, als Einstein vor 100 Jahren die Existenz der Gravitationswellen vorgesehen hat, er hat sozusagen Berechnungen auf Papier gemacht und er hat entschieden, dass dieser Effekt so klein ist, dass es nicht nachweisbar ist. Er war der Meinung, das kann man gar nicht messen. Es ist so schwer, den Raum zu stören, dass er geglaubt hat, dass dieser Effekt wahr ist, aber es wird nicht möglich sein, dies nachzuweisen. 100 Jahre später haben wir das nachgewiesen. Das ist ein Video, was ich euch zeigen wollte, und das beschreibt, wenn wir zwei Körper haben, die um den anderen rotieren. Das könnte ein Beispiel für zwei Schwarzlöcher sein. Und in dieser Rotation ändert sich die Art und Weise, wie sie den Raum um sich ändern. Und das ist, was ist hier, das ist sozusagen das Hauptsignal, das Hauptphänomen, die Gravitationswellen verursacht. Das ist sozusagen eine spiralische Bewegung von zwei Festkörpern. Und wir sehen hier auch diese Gravitationswellen auf diesem zweidimensionellen Textil. Und diese verbreitet sich von der Mitte Richtung Peripherie. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, eine kleine Geschichte, wie diese Gravitationswellen generiert werden. Und über dem Event, das wir gemessen haben, und wir möchten auch unterstreichen, welchen Effekt wir gemessen haben in unserem Empfänger. Am 11. Februar 2006 hat die Entdeckung dieser Wellen bekannt gegeben. Die wurden vor 1,3 Milliarden Jahren produziert. Und das war die Zeit, wo die ersten Lebensformen auf der Erde entstanden ist. An dieser Zeit, zwei schwarzen Löcher, sie sind so nahe gekommen und sind ineinander verschmolzen und sind dann explodiert. Und die haben eine Menge Energie freigesetzt und diese Energie wurde propagiert in der Form Gravitationswellen. Das, was wir hier sehen, ist eine Simulation des Effektes der Deformation des Lichtes, die von Sternen verursacht wird, die hinter diesen schwarzen Löchern sind. Die Sternen bewegen sich nicht, aber die Art und Weise, wie der Zeitraum modifiziert wird, hat Effekte auf das Licht. Kein Teleskop kann sowas sehen und hier sehen wir das Ganze in einer Simulation. Das ist diese grüne Welle, die wir hier sehen, das ist eine Simulation. Das haben wir durch die Lösung der Einstein-Gleichungen gelöst. Das ist ein numerisches Modell. Wenn nach dieser Explosion haben wir diese grünen Wellen, die die Richtung Peripherie sich propagieren. Das ist vor 1,3 Milliarden Jahren passiert. Und am 14. September dieses Phänomen hat uns erreicht, hat uns auf der Erde erreicht, hat die Erde getroffen und hat die Erde komprimiert, wie wir hier in dieser Simulation sehen. Das ist natürlich der Effekt wurde hier übertrieben, also in der Darstellung wurde es hier übertrieben. Es waren 4.50 Uhr, hier waren in Europa 11.50 Uhr und keiner von uns hat sich sozusagen komprimiert oder dilatiert gefühlt. Und der Grund ist, weil der Effekt ist sozusagen sehr klein. Bevor ich euch sage, wie klein, ich möchte euch zeigen, wie wir haben versucht, das zu messen. Und hier möchte ich mal das LIGO-Experiment beschreiben. Das ist ein Foto vom LIGO aus einem Flugzeug aufgenommen,
Das könnt ihr auch per Google mal sehen. LIGO ist diese L-Struktur und jeder Arm von dieser L ist 4 Kilometer lang. Schauen wir, was da passiert. Die Idee ist, wir haben eine Laserstrahlung. Diese Laserstrahlung wird sozusagen geteilt und dann wird sozusagen rekombiniert in den Hauptspiegel. Was auf den Wellenlängen passiert, ist einfach, wir tunen der Empfänger so, dass wenn die Strahlungen sich kombinieren, wenn die zwei Strahlungen, dann müssen sich eliminieren. Das heißt, wenn alles in Ordnung ist, sollten wir kein Licht auf der rechten Seite sehen. Wenn sich aber diese zwei Spiegel sich bewegen, dann ändert sich die Art und Weise, wie ich diese zwei Strahlsituationen sich beeinflussen und plötzlich sehen wir dort Licht. Und wir sehen über diese Kombination von Beams, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Und dieser Effekt wird dann von den Gravitationswellen verursacht. Auch das ist natürlich ziemlich übertrieben, die Grundsätze zu erklären, weil was wir beobachten, ist die Bewegung dieser Spiegel sehr, sehr klein. Und es gibt viele Effekte, die diese Bewegung in den Spiegeln verursachen, die stärker sind als die Gravitationswellen. Wenn ich euch zeigen kann, ein bisschen so die Größenordnung, stellt ihr vor, das ist ein Wasserstoffatom. Das, was wir sehen, das ist 10 auf minus 10 Meter, das ist der Elektron, der sich um den Kern bewegt. Wir machen hier einen Zoom über die Massen des Protons, und das ist 10 hoch minus 15. Und das, was wir hier sehen, ist ungefähr 10 minus 18, also 1/1000 von der Dimension des Kerns eines Wasserstoffatoms. Und das ist eine sehr kleine Größe. Und wir haben die Bewegung dieser Spiegel auf das 1/1000 der Dimension eines Protons sozusagen gemessen. Und wir haben viele Effekte, die viel größer sind als das, zum Beispiel Erdbeben oder solche Sachen. Das heißt, sehr viel über die Technologie vom LIGO war ein bisschen die Genauigkeit sozusagen zu erstellen. Wir brauchten hier den genauesten Messinstrument auf der ganzen Erde. Wir haben hier zwei Geräten sozusagen. Wir haben einer ist in Anforte in Washington und wir haben ein zweites in Louisiana, in Livingston. Das heißt, ein in der Wüste und der andere in dem Wald. Und wir brauchen wirklich Orte, die ruhig sind, wo keine Bevölkerung gibt. Und diese zwei Stellen sind entfernt, 3000 Kilometer entfernt. Und da die Geschwindigkeit der Licht ist, diese Gravitationswellen propagieren sich mit Lichtgeschwindigkeit, haben wir maximal 10 Millisekunden Zeitunterschied zwischen der Ankunft an den beiden Empfängern. Das ist ganz wichtig, weil alle anderen Effekte, die eine Bewegung der Spiegel verursachen, korrelieren nicht. Deswegen hier brauchen wir diese zwei Messinstrumente. Diese wurden von Jahr 1994 bis 2000 gebaut. Wir haben eine erste Sammlung von Daten bis 2010 gesammelt. Und danach haben wir Upgrades gemacht, also Weiterentwicklung gemacht, zu dem, was wir heute Advanced LIGO nennen. Der sozusagen Datenaufzeichnung beginnt im September 2015. Wie ihr heute sehen könnt, die Instrumente dieser Genauigkeit zu machen, ist keine sozusagen individuelle Herausforderung. Wir haben hier eine Konföderation von mehr als 1000 Wissenschaftler, Ingenieure. Wir haben verschiedene Expertisen, wir haben verschiedene Kompetenzen. Wir haben Leute, die sich mit Materialien beschäftigen. Wir haben Leute, Elektronikexperten, wir haben Astrophysikexperten. Jeder hat seine Kompetenzen mitgebracht.
Wir sind verteilt über 80 Instituten und hier haben wir hier die Bezeichnungen der verschiedenen Instituten. Auf der Welt haben wir 16 Nationen, die an diesem Projekt teilnehmen. Und ein der Gründe, warum ich so stolz bin, mit dieser Kooperation teilzunehmen, ist, weil ausgehend von der Vision von Einstein, dass die Genialität einer Person, eines theoretischen Genie, die etwas gesehen hat, was keiner andere gesehen hatte, 40 Jahre gab es drei Wissenschaftler, Kip Thorne, Rhynewald und Rod River, die gemerkt haben, die Möglichkeit, diese Messinstrumentation aufzubauen. Und danach kamen weitere 1000 Wissenschaftler, die das alles haben verwirklichen lassen. Ausgehend von einer Person haben wir die 1000 Wissenschaftler erreicht und dann sind wir ans Ziel gekommen. Das ist sozusagen eine Zeitschiene von dem, was die erste wissenschaftliche Leistung von LIGO. Wir haben Daten von September 2015 bis am 19. Januar 2016 gesammelt. Am 14. September haben wir den ersten Event entdeckt. Aber wir waren nicht wirklich bereit zu diesem Zeitpunkt. Das ist mehr oder weniger äquivalent gewesen, die Instrumentation scharf zu schalten. Und dann haben wir etwas gemerkt und wir waren dieser Überraschungen nicht bereit. Und dann haben wir ein zweiter sehr starker Event gemessen. Das war im Dezember, das war wie ein Weihnachtsgeschenk im Dezember 2015. Also 25, 26. Dezember ist das passiert, abhängig davon, wo man lebt. Und wir haben auch ein zweites Event, der war nicht so stark im Oktober und den nennen wir als Kandidat. Und in allen Fällen haben wir das Signal aus dem Zusammenprall zwei Speicherlöcher gemessen. Das ist eine Grafik aus dem Artikel bezüglich der ersten Messung, wo wir die Gravitationswellen gemessen haben. Wir haben verschiedene Figuren, verschiedene Bilder, die dazu gehören. In der linken Spalte haben wir die Daten für den Empfänger in der Wüste in Washington State. In der rechten Spalte haben wir den Empfänger in Louisiana, Livingston, im Wald. Die zwei Signale, die wir in der ersten Reihe sehen, sind Daten, die wir filtriert haben. Wir haben die niedrigen und die hohen Frequenzen einfach rausgefiltert. Das heißt, wir haben einen Bandpassfilter gemacht. Was wir gesehen haben, ist, dass das Signal, wir haben genau das gemessen, was man von der Kollision von zwei schwarzen Löchern gesehen hat. In der zweiten Reihe haben wir die Ergebnisse der Simulation gemessen, was wir aus der Theorie erwarten würden. Wir sehen ein Hochfrequenzsignal und dann, das ist der Zeitpunkt, wo die zwei schwarzen Löcher in einer Spirale gegeneinander sind. Und je schneller sie werden, desto höher wird die Frequenz des Signals und auch die Intensität steigt an bis zur Kollision und dann haben wir die Tatsache, dass ein schwarzes Loch dann verschwindet. Das ist sozusagen, was wir aus der Theorie erwarten. Wenn wir die Entfernung zwischen den Peaks messen, dann könnten wir die Parameter der Quelle messen, wie groß die schwarzen Löcher waren, wie bewegen sich gegeneinander, rotieren sich auf derselben Achse, wie entfernt waren die. Wir haben die Daten, wir haben die Simulation, wir haben das Delta zwischen Simulation und Daten. Also das ist sozusagen etwas, was praktisch vernachlässigbar ist. Und dann haben wir eine Mappe, eine Zeitfrequenzmappe, wo man zeigt so diesen Chirp. Das ist dieser Anstieg in der Zeit von der Frequenz, die eigentlich eine Bestätigung ist von diesem Signal. Und das kann man fast mit normalem Auge erkennen. Und wir sehen, dass hier eine Konsistenz gibt zwischen den zwei Empfängern. Wenn Sie jetzt mal auf die rechte Spalte schauen, die blaue Linie,
ist sozusagen, Sie sind sozusagen auf einer roten Linie sind Sie übereinander gezogen. Und wenn wir den zeitlichen Versatz eliminieren, dann merken wir, dass sie praktisch aufeinander liegen. Das heißt, das ist ein Beweis, dass das dasselbe Phänomen die Ursache war. Das heißt, die Frequenz von diesem Signal ist eine Frequenz, die wir mit unseren Hören, mit unseren Ohren wahrnehmen können. Und was ich jetzt mal hören will, wenn wir jetzt mal diese Signale nehmen und wenn wir das Ganze in einen Lautsprecher reintun, das ist etwas, was wir hören können, weil die Frequenz liegt in der Bande, was von unseren Ohren wahrgenommen wird und wahrgenommen werden kann. Und ich werde euch hören lassen, was entspricht für diese Signale für die Events im September und im Dezember. Und ich werde euch das zweimal hören lassen. Das erste Mal auf die Frequenz des Signals und als Hilfe das zweite Mal werden wir das Ganze ein bisschen in der Frequenz versetzt sehen, hören. Was ihr gerade gehört habt, ist der letzte Schrei zweier schwarzer Löcher, die dann zusammengestoßen sind. Und das war vor 1,3 Milliarden Jahren. Zum ersten Mal also haben wir den Tönen des Universums zugehört, Töne in Anführungsstrichen. Das sind keine akustischen Wellen, sondern Gravitationswellen. Aber zum ersten Mal haben wir ein neues Fenster auf das Universum hin geöffnet. Denn diese Gravitationswellen bringen Informationen mit sich, die anders sind als die Informationen, die wir schon haben. Elektromagnetische Wellen sagen uns einige Dinge über das Universum. Die Gravitationswellen geben uns ein anderes Gefühl fürs Universum. Wenn ihr an eure Wahrnehmung der Wirklichkeit denkt, durch das Sehen bekommt man was anderes mit als durch das Hören. Bisher haben wir das Universum gesehen, jetzt können wir es sozusagen auch hören. Also das ist der Anfang von etwas Neuem in der Forschung. Wir haben auch entdeckt, dass es schwarze Löcher gibt, die 20 bis 30 Mal so groß sind wie die Masse der Sonne. Das in dieser Grafik seht ihr in Violett die Dimensionen von schwarzen Löchern, die wir bisher kannten mit Röntgenstrahlungsanalyse. Niemand glaubte, oder es gab keine Evidenz für schwarze Löcher, die 20 bis 30 Mal die Masse der Sonne haben. Und so haben wir jetzt ein neues Feld der Forschung. Wir haben neue astrophysische Objekte entdeckt, für die wir bisher keine Bestätigung hatten. Also können wir jetzt auf Fragen eingehen, wo kommen diese schwarzen Löcher her und so weiter. LIGO ist nicht das einzige Projekt, das Gravitationswellen analysiert. Es gibt hier in der Ecke auch ein Instrument, das heißt Virgo, in der Nähe von Pisa. Wir haben eine Kooperation zwischen LIGO und Virgo. Wir sind also in enger Zusammenarbeit. Wir machen Forschung über Materialien, über Instrumente. Wir analysieren die Daten zusammen. Wir sind also mittlerweile eine sehr enge Zusammenarbeit. Virgo gewinnt Daten ab dem Jahresende und dann entsteht die Perspektive, dass wir drei operative Messinstrumente haben für Gravitation melden. KGRA ist ein Messinstrument in Japan, das
gerade ausgeschrieben wird. Wir erwarten, dass wir unsere Kräfte zusammenschließen werden in einigen Jahren. Und dann gibt es ein Projekt in Indien, so ein Instrument aufzubauen. Und das wird zusammenarbeiten mit LIGO. Und bis 2022 und 2023 werden wir dann 5 solcher Instrumente auf der Erde haben. Mit 2 dieser Instrumente haben wir diese Signale jetzt bekommen. Mit 5 werden wir unser Messgebiet ausweiten im Weltraum und mit größerer Genauigkeit feststellen können, woher diese Wellen kommen. Ich möchte euch für 3 Ereignisse zeigen, was wir über ihre Herkunft sagen können. Das Ereignis von September kommt von der südlichen Hemisphäre. Wir haben 2 Messinstrumente und wenn wir 2 Messinstrumente haben, können wir sagen, dass es aus der südlichen Hemisphäre kommt, aus einem bananenförmigen Raum. Wir können nur sagen, es kommt aus einem kreisförmigen Gebiet und das wird etwas näher zu einer Banane eingegrenzt. GW 1226, da haben wir dieses blaue Band, da ist also die Unsicherheit noch größer und das rote Ereignis hat eine noch größere Unsicherheit, woher es räumlich kommt. Im letzten Herbst haben wir wenn wir diese Daten zusammenführen, dann kann man als Simulation sehen, wie wir, wenn wir ein drittes Messinstrument hinzufügen, präziser sagen können, woher diese Ereignisse kommen. Das ist wichtig. Warum ist es wichtig, woher diese Ereignisse kommen? Wenn wir feststellen können, mit größerer Präzision, wo der Ursprung dieser Ereignisse liegt, dann können wir mit den elektromagnetisch arbeitenden Kollegen zusammenarbeiten und mit den Kollegen, die mit Hochenergie-Astrophysik arbeiten, zu einer Multi-Messenger-Astronomie übergehen. Das heißt, die mit vielen Formen von Wellen arbeiten, mit elektromagnetischen Wellen, mit Neutrinos und mit Gravitationswellen. Und all diese Wellenarten geben uns verschiedene Informationen über das Universum. Und wir können dann mit weiteren Gravitationswellenanalyseinstrumenten arbeiten, die mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten. Wir haben ungefähr 1000 Millisekunden. Mit LISA können wir mit Perioden von Minuten arbeiten oder Stunden und nicht nur von Millisekunden. Dann haben wir ein anderes Projekt für Perioden von Jahren und Dekaden. Und wenn und dann könnten wir mit anderen Instrumenten, mit Gravitationswellen, mit einer Frequenz von Milliarden von Jahren arbeiten. Wir können also eine Art Spektroskopie der Gravitationswellen machen. Und dafür gibt es dann verschiedene Quellen und damit können wir dann das Universum umso präziser erforschen, bis hin zum Big Bang zurück. Das ist ein sehr aufregendes neues Forschungsgebiet, was sich so eröffnet. Und dieses Gebiet, das ist ganz am Anfang. Wir sind also nicht am Ziel, sondern am Anfangspunkt einer neuen Forschung. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren ein anderer Kollege von mir kommen kann und euch erklären kann, welche neuen Dinge wir durch die Gravitationswellen entdeckt haben werden. Buon pomeriggio. Guten
guten Tag. Es ist eine große Freude für mich, heute hier zu sein. Ich bedanke mich bei Marco und Laura für diese tollen Vorträge. Was ich euch erzählen möchte, ist ein anderer Aspekt desselben Problems. Insbesondere werden wir uns anschauen, was man im Raum machen kann. Wir haben gesehen, was wir auf der Erde machen können mit diesen Messinstrumenten. Jetzt will ich euch in den Weltraum bringen, um euch zu zeigen, wie die Schwerkraft wie wir sagen können, dass die Schwerkraft entsteht, die wir im Raum studieren können. Also ich möchte euch zeigen, was man aus dem Weltraum schaffen kann, um die Theorie der Relativität von Einstein zu beweisen, diese Theorie, die er uns vor 100 Jahren geschenkt hat. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Also die Schwerkraft ist die geheimnisvollere von allen Kräften, obwohl sie die erste als formalisiert wurde seitens Newton. Und es ist die einzige, wofür das Äquivalitätsprinzip das heißt, die sozusagen die gravitationale ist gleich der trägische Masse eines Körpers. Wenn wir eine leere Flasche nehmen und werfen und oder eine volle machen wir habt dieselbe Parabel. Aber wenn ich sie runterfallen lasse, sie fallen in derselben Art und Weise. Das passiert nur für die Schwerkraft. Hätte ich dieses Experiment mit elektrischen Karika gemacht, das hätte nicht funktioniert. Das Phänomen hätte eine andere Beschreibung gehabt. Die Schwerkraft ist die einzige Kraft, wofür das Element, das eigentlich die Kraft, das heißt diese Schwerkraftladung und auch diese trägische Masse, die sind gleich. Diese Äquivalenz gilt nur in diesem Rahmen. Aber die Schwerkraft ist so schwach, dass es nicht verwundert, dass viele Präzisionstests im Weltraum gemacht werden. Wir schulden sehr viel diesem Mann, der hier mit seiner Frau da. Er hat die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen, einfach geändert. Und er hat gemerkt, dass wir der Raum und Zeit erklären können wie einen Textil, der eigentlich gekrümmt wird durch die Massen. Und plötzlich können wir die Bewegungen der Planeten, die Bewegungen der schwarzen Löcher erklären können. Wir haben einen Raum, den wir krümmen können, den wir modifizieren können, der modifiziert werden kann, wo es können auch Verbindungen geben zwischen zwei Punkten, die eigentlich weit voneinander entfernt sind. Es gibt viel mehr Eigenschaften, als der Cartesio das Ganze vorgeschlagen oder uns vorgeschlagen hatte. Wie können wir die Schwerkraft überhaupt untersuchen? Es sind sehr schwache Effekte. Deswegen ist der Weltraum sehr hilfreich. Wir müssen die Bewegung eines Körpers mit der Masse, die sich frei bewegt, innerhalb eines eines Schwerkraftsfelds. Aber einen Körper zu schaffen, der sich frei bewegen kann, das ist gar nicht einfach. Das muss im freien Fall sein, das darf nicht berührt werden und auch nicht unterstützt werden. Und es muss von den anderen Kräften, Luft, Wind, auch geschützt werden. Und wo können wir diese Bedingungen überhaupt schaffen? Im Weltraum sehen wir die Dinge im Weltraum, dass die sozusagen schweben. Aber auch im Raum haben wir auch freien Fall. Es ist aber ein System, wo die Schwerkraft agiert. Ja, die Schwerkraft ist auch hier aktiv, aber wenn ich im freien Fall mich befinde im Weltraum, in diesem Moment
indem ich reinfalle, dann ist sozusagen die Schwerkraft sozusagen, wenn ich aufgehoben wird, wenn ich mich einfach keinen Widerstand leisten, sozusagen die Effekte aufgehoben werden. Wenn ihr jetzt auf dem Stuhl springt, für ungefähr ein Zehntelsekunde sind wir ohne Gewicht. Und auch wenn wir von einem Wolkenkratzer runterfallen, für die Zeit des Falles, wenn wir hinunterstürzen, ist frei von Gewicht. Aber auch in dem Weltraum müssen wir einen freien Fall überhaupt schützen. Wir müssen das von dem Licht der Sonne schützen und von anderen Effekten. Aber wenn ihr dieses Bild seht, was den Astronauten passiert in einer Station im Weltraum, diese Frau setzt Planeten in einem Orbit, wo sie eigentlich stehen bleiben. Alles passiert gleichzeitig und nichts bewegt sich anders als die anderen Elemente. Das ist ein Beispiel von einem freien Fall, und das ist eine Bewegung, die frei von anderen Effekten ist. Dies sind die Instrumente, die wir benötigen, um die möglichen Störungen der Schwerkraft zu untersuchen, wie zum Beispiel die Gravitationswellen. Wir machen jetzt eine kleine Tour. Nicht nur die Materie, die Massen können benutzt werden, um das zu untersuchen. Auch das Licht, auch die Photonen. Dank der Äquivalenz zwischen der Energie und der Materie. Ein Photon hat eine Masse von Null. Aber der Photon hat eine Masse, wenn er sich bewegt. Und deswegen, auch wenn seine Masse bei Geschwindigkeit Null ist, dann hat er eine Masse, wenn er sich bewegt. Und er kann somit den Raum beeinflussen. Das ist sozusagen ein besonders wichtiges Bild. Das erklärt, was das erzählt, wenn wir uns in der Nähe eines schwarzes Loch bewegen. Das ist ein schwarzes Loch Gargantua. Das ist auch in einem Film aufgetaucht. Wenn wir in der Nähe des schwarzen Lochs uns bewegen, bei einem Drittel von der Lichtgeschwindigkeit, wir sehen eine Distorsion von dem, was hinten steht. Weil das schwarze Loch beeinflusst die Bewegung von den Photonen, die aus den Sternen kommen, die sich hinter diesem Loch bewegen. Man kann sehen, das ist sozusagen eine Art verzerrtes Bild von dem, was sich hinter dem schwarzen Loch abspielt. Und das hat mit dem LIGO zu tun. Und derjenige, der das Ganze sozusagen angesteuert hat, wird vermutlich den Nobelpreis gewinnen. Und das können wir auch machen mit den Satelliten, die sich innerhalb des Solarsystems bewegen. Und wir können das gemacht werden, indem die von einem Satelliten eine elektromagnetische Strahlung sendet, deren Weg dann von der Sonne gekrümmt wird. Und so sehen wir diese Deformation der Strahlung als Radiowelle, die wir hier im Bild gesehen haben. Und wenn wir einen sehr machtvollen Teleskop sehen, ein Radioteleskop benutzen und eine Sonde, die Sonde Cassini, die gebaut wurde mit einem großen Beitrag aus Europa, dank dieser Sonde konnten wir diese Messungen durchführen. Wir hatten die Krümmung eines artifiziellen Lichtes, der von Mensch verursacht wurde, durch die Sonne geändert wurde. Und wenn wir diesen Graph sehen, es gibt eine schwarze Linie, haben wir eine schwarze Linie und dann eine grüne Linie. Das ist, was vorhergesagt wurde, und die Messung. Die sind praktisch, die liegen übereinander. Das heißt, das ist eine sehr machtvolle Bestätigung von dem, was die Theorie vorsagt.
Jetzt kommen wir auf die Frage der Gravitationswellen. Wir haben hier jetzt bis dato stationäre Messungen gezeigt, und sowie die Relativitätstheorie, die sie vorsagt. Aber die Gravitationswellen sind etwas unglaublich. Ändert der Raum und die Zeit, als ob ein großer Gummiring wäre. Als ob ein Boden wäre, wo viele Athleten sich bewegen können und springen können. Wir müssen die Größenordnungen hier betrachten, die Frequenzen oder die Dauer, was das Gleiche ist. Das Licht ist ein einziges Phänomen mit einer Gleichung, die sie beschreibt, die von den Radiowellen geht bis zu den Infrarotwellen, bis zur sichtbaren Strahlung. Dann gehen wir zu den U-Strahlung bis zu der Gammastrahlung. Alles ist Licht. Die hat verschiedene Eigenschaften in der Interaktion mit der Materie, aber es geht im Wesentlichen um dasselbe. Wir gehen sozusagen von der Radiowellen von Kilohertz aus, oder sie können auch langsamer werden, bis Milliarden Oszillationen in einer Sekunde, die wir haben können. Dasselbe Spektrum haben wir auch für die Gravitationswellen. Hier können wir das auch beschreiben, wie schnell diese Schwingungen sind. Diese Schwingungen werden von sehr großen Körpern generiert, und deswegen ist es sehr schwer, dass sie sehr schnell sind. Es sind Phänomene, die sehr langsam werden. Wie langsam? Erinnert euch an das Signal von LIGO entdeckt wurde. Das war sozusagen ungefähr eine halbe Sekunde oder ein paar Sekunden. Dieser Pfeif war nur eine halbe Sekunde. Aber diese Gravitationswellen können auch viel langsamer sein. Die Stunden, die Jahren, Milliarden von Jahren. Wenn wir an die Gravitationswellen wie ein langsames Phänomen denken, das, was LIGO gemessen haben, ist der Bradip von der Eiszeit, und das sind sozusagen die noch weitere Tiere, die viel langsamer sind. Wir haben Wellen, die viel, viel, viel langsamer sind, und ich kann nichts vorschlagen, weil eine Langsamkeit von Milliarden von Jahren ist einfach unvorstellbar. Das heißt, und das, was Sie, diese langsamen Eventen erzählen uns eine andere Geschichte von Pulsar, sind andere Mechanismen. Wir öffnen hier ein großes Fenster auf das Universum, wie wir sozusagen die Wellenlänge des Lichtes, wir haben da gelernt, viel dazu gelernt zu dem, was wir vorher wussten, was wir nur mit unseren Augen messen konnten. Wie können wir die Krümmung des Raumzeit messen? Denken wir an einen Laser, der perfekt sinusoidal ausspricht, und dann haben wir zu Recht einen Empfänger. Die Raumzeitstruktur sind diese Vierecke, die wir im Hintergrund sehen. Und das heißt, das Licht, was emittiert wurde, ist genau dasselbe. Also der Empfänger sieht genau dieselbe Frequenz, was vom Sender gestrahlt wurde. Wenn die Raumzeit gekrümmt wird, wenn die Entfernung über diese zwei Punkte sozusagen geändert wird, der Empfänger empfängt eine verzerrte Strahlung, eine verzerrte Welle. Der Effekt kann größer oder kleiner sein, und es kann sehr klein sein. Und insbesondere für die Wellen, die man aus der Erde entdecken kann. Aber die Idee ist, dass man der Weg der optischen Strahlung verzerrt wird, und ich kann das messen. Und ich kann durch eine Referenzstrahlung, wie wir vorher gesehen haben, und eine weitere Strahlung. Auf der Erde haben wir dieses Netzwerk von Interferometern, die eigentlich in Aufbau ist mit 3-4 Kilometern Arme,
Und die haben eine sehr, sehr große Empfindlichkeit, wie wir gesehen haben. Und wir haben einen Plan, um diese Messinstrumente zu verbessern. Aber im Weltraum können wir fast Unglaubliches erreichen. Die Konzepte des Interferometers kann sozusagen erweitert werden. Wir können Arme entwickeln von Interferometer mit einem Arm von Millionen von Kilometern. Die Erde, der Mond liegt von uns 400.000 Kilometer entfernt und die Sonne viel noch mehr. Wenn wir Arme haben von 5, 7 Millionen Kilometer, dann haben wir etwas, was viel größer ist als die Entfernung Erde-Mond. Aber und der Vorteil, ich muss hier nichts vorbereiten, weil im Weltraum eigentlich Vakuum herrscht. Und deswegen muss ich nur, wir müssen schauen, dass die Körper, die wir benutzen, im perfekten freien Fall sich befinden. Und darin liegt die Schwierigkeit. Aber wenn wir so große Interferometer bauen können, da können wir uns bewegen um die ganz tiefen Frequenzen, die für die Gravitationswellen, die viel langsamer sind als das, was der LIGO messen konnte. LISA ist sozusagen das Projekt, das vorgeschlagen wird, um diese Ergebnisse zu erreichen. Es sind drei Satelliten, die Entfernung sind 5 Millionen Kilometer mit Laserstrahlung, die sozusagen auf Massen zugreifen und reflektiert werden, die sich im perfekten freien Fall befinden. Und die Einflüsse vom Solarplasma werden ausgeblendet. Aber auch im Weltraum sind die Effekte sehr klein. Wenn wir Oszillationen mit einer Frequenz von einer Stunde nehmen können, brauchen wir ein Instrument, die das empfangen können, Bewegungen sozusagen der Größenordnung eines Atoms. Ihr müsst denken, wir sind hier entfernt Millionen von Kilometern und das innerhalb einer Stunde. Und wir müssen Kräfte vermeiden, die ungefähr mit der Schwerkraft eines Bakteriums zu vergleichen sind. Das ist die Herausforderung für das Projekt LISA. Und das ist sehr ähnlich dem, was auf der Erde gemacht wird, nur die Bedingungen sind ganz anders. Wir haben unterschiedliche Frequenzen und wir befinden uns im Weltraum. Dieser Sensor gravitational ist eigentlich ein Parallelepiped aus Platin und Gold. Wenn wir Wissenschaftler können, das ist sehr, sehr, wir machen uns mit reiche Sachen. Und na, schätzt, dass die Materialien sind insbesondere dafür geeignet. Wir haben ein System, das sozusagen als das Ganze von der Erde ausgeht, wird das geschützt. Und der Satellit bewegt sich um diesen Parallelepip, um die ungewollten Effekte ausblenden zu können. Das ist eine Art Käfig, in dem alle ungewollten Effekte ausgeblendet sind, mit der Ausnahme von der Laserstrahlung, die wir eigentlich messen wollen. Schaut mal dieses Signal. Das scheint ein ähnliches Signal ist, was wir haben. Aber wenn wir die Zeitschiene, also die X-Achse, beachten, wir haben nicht 0,5 Sekunden, sondern 4000 Sekunden, 2 Stunden oder sowas. Also die Zeitskala für diese Interferometer ist eine ganz andere Zeitskala als das, was wir haben. Das, was wir haben hier, ein Kontrabass und das andere war eine Geige. Und das heißt, um das volle Bild des Universums zu machen, brauchen wir alle Frequenzen und in dem Weltraum können wir diese Frequenzen messen. Im Weltraum ist natürlich eine Herausforderung an sich. Wir können nicht etwas ändern,
wie auf der Erde, also die Elemente ersetzen oder Bauteile ersetzen. Wenn etwas in den Weltraum einmal geschossen wird, dann muss es funktionieren. Und es ist nicht verwunderlich, dass bevor man diese LISA gestartet worden sind, wir haben eine Vormission organisiert, damit dass die LISA Pathfinder heißt. Und das wurde offiziell begonnen in 2015. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Die Vorbereitungszeit beträgt mehr als 15 Jahre. Wir haben sozusagen einen Arm LISA, das Ganze auf 1 Meter komprimiert. Und dann haben wir das Spiel der Laserstrahlung, die nicht 5 Millionen Kilometer Fahrt hat, sondern nur 1 Meter. Aber die Technologie wurde hier auf die Probe gestellt. Und die Ergebnisse ist, und die Empfindlichkeit ist noch höher, hat sich noch als höher bewiesen als erwartet. Das ist ein europäisches Experiment unter italienischer Leitung, und das wurde von einem Professor aus Trient geleitet, und das hat das wichtige Ergebnis erzielt, dass die Technologie validiert wurde. Um diese einfache Messung durchführen zu können, es ist sehr kompliziert, die Dimensionen des Satelliten sind hier, das ist LISA Pathfinder. Bevor das Ganze in einem Simulator, einem Weltraumsimulator platziert wurde, damit sozusagen die Bedingungen des Druckes und der Temperatur des Weltraums nachgeahnt werden. Wir haben durch diese Arbeit auch wichtige Grundforschung in der Physik gemacht. Und das ist eine wichtige Sache, weil dieses Projekt hat uns gezwungen, etwas nachzuforschen, was uns sonst nicht eingefallen wäre. Und am 3. Dezember 2015, mit wenigen Verspätungen als der vorgeschlagene Dat, wurde dieses Satellit LISA Pathfinder in Weltraum geschossen. Und das war praktisch 100 Jahre nach der fundamentellen Arbeit von Einstein über seine Gravitation. Einstein hat uns viele Geschenke gemacht und was man in der Physik verstehen kann. Und es hat 100 Jahre Zeit, die haben 100 Jahre Zeitbedarf, um diese Theorien zu beweisen. Und die Jahre 2015, 2016 sind für die experimentelle Untersuchungen der Gravitationswellen sind sensationelle Jahre gewesen. LIGO und LISA Pathfinder haben wirklich ein neues Fenster geöffnet auf eine neue Art für die experimentelle Gravitation Astrophysik. Und das ist für uns ein wirklich ein wichtiger, fundamenteller Schritt. Und das wird uns erlauben, auf das Universum zu schauen, nicht nur durch die Farben des Lichtes, sondern mit den Geräuschen der Gravitationswellen, die uns erlauben werden, das zu erreichen, was wir mit den Lichtwellen nicht entdecken können. Diese Schwarzlöcher sind normalerweise versteckt von Staub von anderen Sternen, und das behindert uns, das Ganze mit Licht zu entdecken. Und dafür wollen wir die Gravitationswellen benutzen, und deswegen sind wir so aufgeregt für diese Erneuerungen, die wir in diesem Feld gerade erlauben, weil das eine neue Zukunft ermöglichen, um zu verstehen, wie unser Universum überhaupt aufgebaut ist. Sentite io.
Ich würde noch einige Minuten bleiben. Ich möchte eine Frage stellen der Laura und dem Roberto. Wir haben gesehen, wir haben gehört, mit dem Gehör und auch mit uns, mit unserem ganzen Körper, welche Energie, welche Leidenschaft, wahre Leidenschaft hinter dieser Sehnsucht liegt, zu erkennen, sich nach der Wahrheit zu fragen, zu forschen. Ich möchte die beiden Redner fragen, was in ihrer eigenen Erfahrung als Mensch, in ihrer Erfahrung als Forscher, als Person, was in all diesen Jahren sie ernährt hat, die Leidenschaft in ihnen genährt hat und heute noch nährt. Viele hier sind junge Menschen und vielleicht befindet sich jemand hier im Raum in dem Punkt, wo er sich über seine eigene Zukunft befragt und vielleicht Interesse findet an diesen Gegenständen, über die wir gesprochen haben. Was könnt ihr dazu aufgrund eurer Erfahrung sagen? Ich kann von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Eine der Dinge, auf die ich immer stolz war als Italienerin, war das Erbe von Galilei und Leonardo. Das heißt, getrieben zu sein von der Neugierde, etwas Neues zu entdecken, das Unbekannte zu erforschen und das Wissen zu erweitern, über die Frage, wo wir herkommen als Menschen. Das hat mich sehr stark angetrieben über die Jahre. Als ich Italien verlassen habe, ins Ausland gegangen bin, gab es immer die Angst vor dem Unbekannten, weit weg von zu Hause zu sein, von der Familie. Aber diese Lust daran zu entdecken, etwas Neues kennenzulernen, hat mich immer begleitet. Und jemand, der jetzt jung ist, der in die Forschung will, der weiter glauben möchte an die Fähigkeit der Menschheit, etwas zu erforschen und die Menschheit zu bereichern, wer diesen Abenteuergeist besitzt, sollte aber auch fähig sein zur Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit hat mir sehr geholfen. Die Zusammenarbeit wurde zu einer Art Familie. Ich verlasse mich auf die Kollegen, auf die Mitarbeiter, dass auch sie keine Angst haben vor der Entfernung, dass sie diesen Abenteuergeist besitzen. Ich habe ein großes Glück, dass meine Familie mich immer unterstützt hat, dass mich Leute über die Jahre unterstützt haben. Das ist nicht allen möglich, aber das Interesse, diese Neugierde ist etwas, was wir alle in uns tragen können. Glaubt daran, pflegt das. Ich glaube, wenn jemand das Geschenk der Neugierde erhalten hat, dann ist das ein Privileg. Und wenn diese Privilegierten wirklich den bestmöglichen Gebrauch von dieser Neugierde machen wollen, das meiste aus diesem Geschenk herausholen wollen, dann ist die naturwissenschaftliche Forschung etwas, woran man sehr viel Befriedigung bekommen kann. Eine Befriedigung, die darin besteht, auf mehr oder weniger einfache, tiefe, faszinierende Fragen zu antworten. Es gibt nicht viel anderes als dieser Forschung. Denkt nicht, dass ihr als Wissenschaftler reich werdet und viel Prestige haben werdet. Das Leben als Forscher ist ein Leben, das große Opfer kostet. Die Opfer, die verborgen sind. Heute geht es um Kooperation mit vielen Personen, zum Teil tausenden Personen in einem Projekt. Und es gibt viele Personen, die ihre Zeit damit verbringen, um Antworten auf Fragen zu finden, die sie schon Jahre zuvor
angetrieben haben. Man muss den Hunger und Durst behalten, immer die Neugierde behalten und dass die Sehnsucht, etwas herauszufinden. Die Forschung ist diese außergewöhnliche Situation, die wenige andere Berufe einem geben können. Und wer diese Art von Sensibilität hat, der sollte das nicht aufgeben. Er sollte bedenken, dass der Weg, der vor ihm liegt, einer, den er zeichnen kann. Es gibt wirklich wichtige Dinge. Es ist wesentlich, große Meister zu haben, von denen man lernt. Man kann das nicht alleine lernen. Für mich, die Schule kann wichtig sein, die Universität. Es muss jemanden geben, der dir hilft, weiterzugehen. Also den Durst erhalten, große Meister sich suchen und weitermachen. Wissenschaft ist wie Formel 1. Es ist schön mitzumachen, aber man tut das nur, um dann auch zu Ergebnissen zu kommen, zu gewinnen. Man muss das immer mit den Besten machen, diese Forschung. Man muss immer unter den Ersten sein. Es braucht sehr viel Zeit, um auf dieses Niveau zu kommen. Man muss also immer die besten Universitäten sich suchen. Die italienische Forschung ist in vielen Punkten gut. Die Ausbildung ist gut. Es gibt Investitionen. Aber in der Raumforschung, muss man sagen, in der Weltraumforschung investiert Italien sehr viel auf internationalem Niveau. Nicht alles ist gleich, wenn wir das CERN sehen, wenn wir Laser sehen als Projekte, wenn wir die Beziehungen Italiens mit der NASA und anderen Raumforschungsnationen sehen, dann gibt es viele positive Seiten hier, aber auch ein paar schwierige Punkte in Italien. Und viele junge Leute können sich in Italien nicht entwickeln. Ich hoffe, dass sich das ändert, aber das sollte nicht diejenigen einschränken, die wirklich diese Neugierde haben, geht diesen Weg. Wir können heute nicht vorhersehen, wie diese Berufung sich verwirklichen wird. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass die Spannung, die euch dahin bringt, positiv ist und etwas ist, was euch in der Zeit weiter antreiben wird. Und dann braucht es Hartnäckigkeit, damit man große Ergebnisse erzielen kann. Ich glaube, dass wir heute zwei große Lehrer kennengelernt haben, die uns einen Schritt ermöglicht haben, auf diese Öffnung hin, auf die Neugierde hin, dieses Geschenk der Neugierde, was Roberto gerade erwähnt hat. Und so haben sie uns gezeigt, wie die Zusammenarbeit, von der Laura gesprochen hat, ein Gebiet ist, wo Persönlichkeiten wie diese beiden heranwachsen können. Das Universum hört nie auf, uns zu überraschen. Wir haben das gesehen und sozusagen auch hören, wir haben es hören können heute. Und mich beeindruckt diese Tatsache. Dieses Mal hat uns das Universum überrascht, nicht weil wir etwas Unerwartetes gefunden haben, sondern weil das Universum geantwortet hat auf eine Erwartung, die vor 100 Jahren entstanden ist, geantwortet hat. Und die Antworten, die uns am meisten überraschen, sind oft die, die wir seit langer Zeit schon erwarteten. Es ist ein Dialog, der faszinierend ist und dramatisch ist, mit einem Dialog mit der Natur, der sich ergibt aus dieser Sehnsucht danach, etwas kennenzulernen. Die Physiker, wenn sie ein Experiment machen, befragen sie die Wirklichkeit. Aber dann müssen sie auf die Antwort warten. Wir können nicht darüber entscheiden, wie das Universum aufgebaut ist. Wenn es sich dann ereignet, wie in diesem Fall, auch wenn es ein fast nicht wahrnehmbares Signal ist, dann hat man den Eindruck,
etwas Gegebenes zu berühren, das unabhängig von uns und vor uns existiert. Und das uns gegeben ist, damit wir es anerkennen und erkennen. Es gibt einen Satz, der mir gut gefällt, von Chandrasekhar, jemand, der in diesem Gebiet der Physik etwas zu sagen hat, ein Nobelpreisträger der Physik. Er hat diese Objekte studiert, die wir heute mit den Gravitationswellen erkennen können. Auf merkwürdige Weise hat jede Neuheit, die ich entdeckt habe, erschien mir nie als meine Entdeckung, sondern als etwas, das immer schon existiert hat. Und ich habe nur das Glück gehabt, darauf zu stoßen. Diese Begegnung mit der Wirklichkeit bedeutet nicht, dass diese Begegnung etwas löst, dass wir alles von diesem Phänomen kennenlernen. Nein, das stimmt gar nicht. Das Gegenteil ist richtig. Das Fenster ist gerade erst aufgestoßen worden und wir befinden uns am Anfang. Aber etwas Neues ist in unseren Horizont eingetreten. An diesem Punkt ist die Wirklichkeit lebendig geworden und das gibt uns einen Sinn dafür, diese Schönheit, die uns mit Dankbarkeit erfüllt. Dank euch. Wir sind dankbar für dieses Abenteuer, das ihr uns eingeführt habt.